Ja, schönen guten Morgen, Herr Bräutigam. Zuerst einmal danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen, hier bei Trangetran Radio uns ein kleines Interview zu geben zu Ihrer Rundfunkbeschwerde, möchte ich mal sagen. Worum handelt es sich denn da genau? Es handelt sich um einen offiziellen Beschwerdevorgang beim Norddeutschen Rundfunk. Ich wende mich gegen die Art der Berichterstattung über das Thema Ukraine, ganz speziell über die Falschberichterstattung geradezu, die dort üblich geworden ist. Der NDR ist bekanntlich der Haussender für die Zentralredaktion Tagesschau und Tagesthemen des ersten deutschen Fernsehens. Und insofern ist die Adresse Norddeutscher Rundfunk auch bewusst gewählt. Denn ganz besonders von Tagesschau und Tagesthemen sollte man erwarten dürfen, dass sie über die Bürgerkriegsregion Ukraine anständig, seriös, journalistisch sauber berichten. Und was hat das nun konkret für Folgen für den NDR? Konkret ist es so, dass dafür gibt es einen ganz geregelten Ablauf. Eine Beschwerde muss zunächst einmal formal begründet sein. Das habe ich versucht. Ich habe kenntlich gemacht, dass zum Beispiel die Begrifflichkeit OSZE Militärbeobachter, die in der Ostukraine festgenommen worden seien, dass der nicht nur sachlich falsch ist, sondern offenkundig auch bewusst falsch gewählt wird, irreführend falsch gewählt wird. Denn es handelt sich dabei nicht um OSZE-Personal, sondern um eine Kommission von Bundeswehrsoldaten, die bilateral, nämlich zwischen der Berliner Regierung und dem Putschregime in Kiew vereinbart worden ist und die lediglich ein Dokument der OSZE als formelle Basis verwendet. Also es sind, und das wurde auch ganz offiziell festgestellt, keine OSZE-Mitarbeiter dort, sondern Soldaten, die auch noch die üblichen Formeln der OSZE für solche Kontrolluntersuchungen verletzt haben. Das heißt, der NDR und die ihm angeschlossenen ARD-Anstalten berichten über diesen Vorgang sachlich falsch. Ich habe in meiner Beschwerde also begründet, was die Fehler sind und warum das in dieser Weise nicht geht und warum überhaupt die Berichterstattung zur Ukraine derzeit eher antirussisch und kriegstreiberisch ist, anstatt dem Staatsvertrag folgend zur Versöhnung und zur Information beizutragen. Und formal geht das nun so, dass die Beschwerde wird dem Intendanten vorgelegt, der muss die beteiligten Redaktionen zu Stellungnahmen auffordern. Und das Ergebnis einer ersten internen Prüfung wird mir dann förmlich mitgeteilt mit der Rückfrage, ob ich damit einverstanden bin, ob die Sache damit erledigt ist. So wie das aussieht, werde ich damit nicht einverstanden sein können. Und dann wird die Geschichte offiziell beim Rundfunkrat des Norddeutschen Rundfunks geprüft. Der Rundfunkrat ist das Aufsichtsgremium, das die Gesellschaft gewählt hat für die öffentlich-rechtlichen Sender. Manch einem Hörer oder Zuschauer mag vielleicht schon der Gedanke gekommen sein, dass die Medien sich mehr und mehr zu einer Waffengattung entwickeln, weil ja die Berichterstattung doch wenig deeskalierend ist. Meinen Sie, dass das auch wirklich eine Kriegsgefahr beinhaltet? Geradezu agitatorisch. Das steht auch für mich außer Frage. Ja, welchen Weg das nehmen kann und welche Folgen das zeitigen kann, dafür gibt es in Deutschland geschichtliche Erfahrungen. Umso mehr frustriert mich und mit mir viele Zuschauer und Zuhörer, wie unbedacht bundesdeutscher Journalismus heutzutage die Kriegsgefahren geradezu herbeischwätzt. Ist es so, dass die Rundfunkabgabe oder die Demokratieabgabe vielleicht die Leute jetzt doch sehr viel kritischer auch noch auf das Programm sehen lässt? Ich glaube nicht, dass das eine Frage der Gebührenpflicht für die öffentlich-rechtliche Rundfunk ist. Nein. Die Gebührenpflicht basiert auf einer Grundüberlegung, die das Bundesverfassungsgericht über
viele Urteile, es sind 9 oder 10 Urteile insgesamt gewesen, bestätigt hat. Nämlich, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist eine Errungenschaft aus der Nachkriegszeit, ein demokratisches Institut zur Sicherstellung einer geordneten und unabhängigen Information, die Bildung und Wissen der Mitmenschen garantieren, sicherstellen soll. Und zwar jetzt oder seit einigen Jahrzehnten in Konkurrenz zu kommerziellen Anbietern. Inwieweit er diese Aufgabe erfüllt, das mag nun jeder selbst beurteilen. Ich bin, was zumindest was die Berichterstattung über Russland und die Ukraine angeht, der Meinung, dass er dieser Aufgabe nicht mehr gerecht wird. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in toto, in einzelnen Sendungen, selbstverständlich kann man sehr wohl noch von informatorischen Ansprüchen reden und auch von seriösem Journalismus, aber eben leider nicht in der Masse. Zwei Fragen hätte ich noch. Die erste, Sie sind ja nicht seit gestern dabei. Das heißt, Sie kennen sich wirklich aus in der Branche. Sie haben auch ganz viele Freunde und Bekannte unter Journalisten. Und daher meine Frage, was ist mit denen eigentlich los? Die gehen doch nicht zur Henry-Nann-Schule, studieren Publizistik oder Journalismus, um anschließend dann so eine Berichterstattung zu bringen. Wie kommt das überhaupt zustande, dass Sie sowas machen? Ich kenne ganz wenige Kollegen, die heute beruflich aktiv sind. Ich bin zu alt dafür. Ne? Ich bin ja schon ein alter Knochen. Meine früheren Bekannten, da gibt es viele Kollegen, die das auch nicht mehr so recht verstehen. Es gibt einen gesamten denkbaren gesellschaftlichen Zusammenhang. Früher waren Redakteure festangestellte Leute mit einem verdammt guten und sicheren Gehalt und mit ordentlichen Pensions- oder Rentenansprüchen. Das war ein Beruf, der als erstrebenswert galt. Das ist im Grunde genommen auch heute noch. Allerdings gibt es viele journalistische Beschäftigungsverhältnisse, die ans Prekäre grenzen. Das heißt, da werden in Redaktionen Kollegen beschäftigt, die erstens schlecht ausgebildet sind, die zweitens ungeheuer ausgenutzt werden und die auch keine sicheren Jobs haben, die eben schreiben und arbeiten, um ihre Existenz zu sichern. Und diese, mit Verlaub, armen Teufel, von denen kann man keinen ideellen Widerstand erwarten. Das ist einfach zu viel verlangt. Nun geht natürlich fast schon ein Aufatmen durchs Netz, dass endlich mal jemand eine Beschwerde einreicht gegen diese Berichterstattung. Es stellt sich nur die Frage, warum jetzt? Ich meine, nehmen wir beispielsweise den Irakkrieg. Da hätte man bereits frühzeitig über EU-Munition oder über 1,2 Millionen Tote reden können. Man hätte im Libyen-Krieg den Konflikt auch entschärfen können, wenn man nicht immer, sagen wir mal, die Untaten der Schuldigen den Unschuldigen in die Schuhe geschoben hat. Am Schluss hieß es sogar, Gaddafi hätte Viagra verteilen lassen, um oppositionelle Frauen vergewaltigen zu lassen und so weiter. Und in Syrien, da hat man auch gemerkt, ganz, ganz spät erst, als schon im Grunde im Netz alle Bescheid wussten, da wurde dann langsam zugegeben, dass diese Freiheitskämpfer in Wirklichkeit Terroristen sind, von der Al-Nusra-Front, die wiederum Al-Qaida nahe ist. Also im Grunde hätte es schon genügend Gelegenheiten gegeben, so eine Beschwerde mal loszutreten. Warum jetzt? Das ist keine Frage. Bei wem und wann und zu welchem Thema das Fass überläuft, da gibt es keine Regeln dafür. Ne? Wenn Sie so wollen, den Vorwurf nicht früher in anderen Zusammenhängen ähnliche Beschwerden unternommen zu haben, den mache ich mir auch. Natürlich hat man das, hat man vieles einfach hingenommen oder keine rechten Möglichkeiten gesehen. Mir ist dieser spontane Protest tatsächlich einfach in dem Moment eingefallen, dass es kann so nicht mehr weitergehen, jetzt muss man dazu was unternehmen. Besonders eben war das bei mir der Fall, als ich Tagesthemenmoderatoren wie die Mioska und diesen schrecklichen Rot da abendlich kotiert habe, da konnte man es einfach nicht mehr ertragen. Nein, warum nicht früher und unter Umständen sogar noch wesentlich schlimmeren oder unerträglicheren Beispiel. Ich bin mir ganz sicher, dass solche formalen Beschwerden wie meine die Welt nicht verändern. Ich habe auch keine allzu großen Erwartungen.
Erwartungen, dass nun das grundsätzlich die negativen Erscheinungen im bundesdeutschen Journalismus beheben könnte. So verrückt ist kein Mensch. Nicht? Das ist eine Beschwerde. Und welchen Werdegang die nehmen wird, wird man sehen. Allzu viel Optimismus kann man da nicht haben. Das sind ja alles schrecklich verfestigte Strukturen, ja, die man da anschreibt oder anredet. Ja, und man hat ja auch gesehen, was mit Nikolaus Prender passiert ist damals. Also, ja, nun, klar, nicht? Das wäre auch, bitteschön. Ich darf vielleicht auch aus meiner Sicht noch sehr viel geeigneteres Beispiel hinweisen. Es gab einen außerordentlich guten Berichterstatter, Korrespondenten über das Mittelost-Thema. Das war der Ulrich Tildner, der beim ZDF gearbeitet hat. Der Mann hat eines Tages den Bettel geworfen und arbeitet heute in der Schweiz, weil er die Art der Vorgaben für seine Korrespondenzberichte aus der Zentralredaktion als Meinungssteuerung einfach nicht mehr ertragen konnte. Als ich das damals las, dass der die Konsequenzen sieht, habe ich mir und praktisch einen gesicherten Job beim ZDF verlässt, habe ich den Hut gezogen und habe mir gesagt, à la Bonheur, es gibt noch seriöse Kollegen in unserem Beruf. Aber er ist eine Ausnahme und möglicherweise eben auch einem, wo man sagen muss, er kann sich's leisten. Journalisten sind eben nicht mehr sozusagen die öffentlichen Wächter über Regierungen und das gesellschaftliche Geschehen. Sie sind ja nicht einmal mehr saubere Begleiter, sondern sie sind genauso Abhängige im Produktionsprozess wie alle anderen Mitmenschen auch. Ja, doch, das leuchtet ein. Ja, Herr Bräutigam, jetzt erstmal ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielleicht wollen Sie zum Schluss noch ein paar mahnende Worte an Ihre Kollegen richten. Ansonsten, denke ich, ist soweit eigentlich alles gesagt. Nein, ich denke nicht dran, zumal dass jeder Kollege, der im journalistischen Beruf tätig ist, muss selbst wissen, was er macht. Ich bin kein Sitten- und Moralrichter. Ich kann nur für mich feststellen, wo aus meiner Sicht Grenzen überschritten werden. Und im konkreten Fall, gegen den ich Beschwerde erhoben, ist das so gewesen. Dann nochmals ganz herzlichen Dank, Herr Bräutigam. Ja.